so weiter. Warum haben Sie das heute nicht organisiert? So? Ja. Weil, kann ich Ihnen sagen, weil. Warum? Ja, Max Schmeling, Halle haben wir auch schon gemacht, können wir. Alles kein Thema. Wir haben jetzt die Situation, dass es keinen Sinn macht, in den BVV-Saal zu gehen, weil da keine Technik ist. Da verstehen wir uns nicht und da kann man auch nicht zeigen. Das macht also wenig Sinn. Wussten Sie das vorhin? Nein. Nein. Ist jetzt, das Leben ist jetzt so, wie es ist. Ja, Sie nutzen ja, um euch rumzuholen, weil wir haben nur die Chance. Entweder Sie schicken jetzt Ihre Leute hier in den Raum, dann gehen da nur so viel rein, wie reingeht. So, das ist die Art, eine Möglichkeit gleichzeitig. Bieten wir ihn an, auch nicht irgendwann, sondern Anfang März, das ist in 3 Wochen, eine Veranstaltung in einem großen Saal zu machen. So. Und da geht es nur um dieses Thema. Ich schlage vor, dass die Mietervertreter, sobald diese hier schon hineingehen, Vertreter der Genossenschaft und freie Plätze, 50-50, Männlein, Weiblein vergeben werden, die 40-Jährigen. Wir werden nicht mehr Plätze sind, aber die Mietervertreter sind gewählt von Ihnen, das sind Ihre Vertreter. Hier wird gerade der Vorschlag geäußert, dass die Mietervertreter hier reinkommen. So. Haben wir genau eine Viertelstunde vorgesehen, weil da ist nur einer von 8 Tagesordnungspunkten, die wir heute hier beraten. Es geht hier heute nicht nur um die Michelangelo-Straße, es geht auch um andere wichtige Tagesordnungspunkte. Wenn im März zu einer größeren Veranstaltung eingeladen wird, müssen wir uns darauf jetzt einigen, dass wir da alle wieder hingehen. Ja. Aber nicht, dass wir da Wenn wir alle nicht ordentlich miteinander umgehen, die Situation ist jetzt so, wie sie ist, und wir versuchen eine Lösung zu finden. Sie haben noch jetzt die Zusage sowohl vom Stadtrat als auch von mir. Wir machen einen extra Termin des Ausschusses in einem großen Saal mit der entsprechenden Technik und das wird Anfang März stattfinden.